Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Magical, wo so ein paar Leichen von mir rumliegen, weil Noki mich die ganze Zeit umgebracht hat. Mit dabei sind Lissi und Noki. Genau, und ich habe gar nicht mitgekriegt, was die anderen jetzt gemacht haben. Genau, wir erklären es noch kurz. Also wir waren ja in diesem fetten Feuer drin und die Leute, die bei mir und bei Noki mitgeguckt haben, wir kamen dann noch zu diesem riesigen Drachen, weil wir uns da durchs Feuer durchgefetzt haben und 2000 Mal gestorben sind und so. Aber im Endeffekt war der Part doch ganz schön spannend, also wenn ihr übersprungen habt, schaut ihn euch nochmal an. Und jetzt sind wir bei diesem Special Drachen gekommen, der sagt, er will uns jetzt umbringen. Ja, klar, bitte. Wie wir letztes Mal probiert haben, hat er uns auch ganz gut getroffen. Und der fette Schlein, der einfach mal gar nichts mehr. Ich brenne! Wisst ihr schon, was man da drauf machen muss? Ja, Loki basht den gerade. Ach, muss man an. Okay, man muss an dem Kopf stehen, oder wie? Du musst ihn am Bauch treffen. Am Bauch? Kann mich mal jemand wiederbeleben? Achso, ja, sorry. Ich dachte so, es fehlt ja keiner. Das geht ja. Ah! Renne! Scheiße. Hab ich, oder? Jonas! Ja, hab schon. Warte, ich möchte. Hilfe, wo stehe ich gerade? Okay, warte. Bäm! Ah, fuck. Nein! Oh, weg, oh yeah! Ey, guck mal, der Stein ist wieder geil. Der Stein ist immer geil, hab ich ja gesagt. Ja, aber du musst Stein. Den Bauch machen. Ja, ja, mach ich. Oh Gott, hier. Oh Gott. Hilfe, ich bin. Guck mal, man kann auch einfach hier stehen bleiben, wo ich bin. Der voll geil. Ja, tot ist er. Hey, oh, das ging aber schnell. Was? Hilfe, ich komm hier nicht mehr weg. Toll. Hallo! Hey, was ist denn jetzt los? Es passiert ja gar nichts. Ah, warte, du musst ihn noch einmal treffen. Bäm! Jetzt zum Geier! Ah. Und ich hab mal wieder vergessen, mein Mikro direkt vor meinen Mund zu machen. Nein. Das war auch sehr auch schlau. Hallo! Wow! Ich möchte auch einfach Sex kriegen, Jonas. Okay, wir haben den Drachen besiegt. Cool! Und ich hab meine Haare jetzt anders als in der letzten Tag. Fafnir, du bist unsere einzige Hoffnung. Yeah. Ey, es guck mal, wie da Magie steht. Da könnt ihr nicht über das Spiel dann reden, verleihe ich euch diese Magie. Ja, aber das war doch schon die ganze Zeit so. Nein. So, Verkörperung. Ja. Yes. Guck mal, wenn du Escape drückst, dann steht da auch Markieren und nicht Magie. Weiß ich. Hat jemand von euch einen Timer gestellt? Ja, ne? Ja, ich. Es läuft seit 2 Minuten. Wir müssen echt mal langsam den Part beenden. Also, ich kann ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ne? Und lass ein Like da. Tschüss! Und dann hast du den dramatischen, ultra klischeehaften Hand auf Webcam. Bye! Und dann so fett die Falten von meiner hässlichen Hand in die Kamera strecken. Oder wir machen einfach so 14 Minuten den Rest des Parts einfach so ganze Zeit Blackscreen so. Ja, finde ich eine richtig gute Idee. Oder wir machen so ein Follow Me Around. Ja, Leute, hier seht ihr mein Regal und meine Pflanze in der ultra männlichen rosa Pflanzding. Richtig geil. Richtig geil. Oh, hi. So, da wären wir wieder. Aber diesmal haben wir die Mitte des Ansatzes zu bekämpfen. Kann man das nicht über Uterus-Glatsch? Kann man das nicht über Uterus-Arsch für Lissi, aber nur, weil die so genital fixiert ist. Hallo? So, oh, jetzt müssen wir gegen Vlad kämpfen. Oh yeah, oh, Vlad, das geht, Vlad. Mach einfach den Stein. Mach den Stein. Ah, hab ich getötet. Geil, der Stein ist. Der Stein ist. Der Stein ist. Leute. Schon wieder. Ich hab dich gerade wiederbelebt. Hör mal, kommst du mal heute wieder? Hammer! Ah, Mann, lass mich doch! Boah, das ist ja voll die Arschgeige! Bäm! Guck mal, der Stein ist Kabäsch in deine Fresse! Yeah, ich hab den letzten Schlag gemacht! Ich bin gleich schon wieder tot! Ich dachte gerade, Jonas hätte hier noch einen Stein ins Gesicht. Ja, dachte ich auch! Bäm! Arschloch! Guck mal, ich bin nett, ich heile dich sogar! Ich dich auch! So. Er kann gleich wieder gehen, bye! Hallo. Hä? Wir waren gerade bei mir so zweimal auf der Map. Ah! Ist das nicht der letzte Kampf? Ja. Hä, hier sind wir doch gerade gelandet. Das ist ja gerade so Zeitumkehrermäßig. Ey, nachher haben wir echt nur so einen 5-Minuten-Part. Das wäre voll gammelig. Nehmt den Stein, Leute! Nehmt den Stein! Was ist der letzte Kampf? Okay. Nehmt den Stein! Ja, machen wir doch alle. Was? Warte, wie ging das nochmal? SE? Yeah, jetzt können wir dich sogar wiederbeleben. Yeah. Aha, wir sind ein Skiller. Jemand muss die Zauberverkörperung schon mal bereit haben. Was für eine Zauberverkörperung? Bam. Warte, ich mach das kurz. Bam. Was ist Verkörperung? Ja. Da. S. F. U. S. S. F. Jetzt! So. Der stand doch da am Rand, der Blatt da so. Hä, und was haben wir damit gemacht? Ja, wir haben den Geist in unsere Welt geholt da. Ah,
das war nur die erste Form bestimmt, sondern, oh ja, jetzt haben es noch 30 andere Formen, wer das weiß. Hä, wieso? Hä, Fafnir ist jetzt dieser Vampir, der Drache und dieser Typ. Nein, da, Fafnir ist der Drache und dieser Typ da ist Azathura. Aus dieser Geister. Okay. Ja, er steht ja da, Azathura. Ja, ich überspringe mal ein bisschen, ne? Ja, bye. ja, red du ruhig, ne? Wir legen uns dann kurz ab, bis du fertig bist. Spannend. So. Okay, so, jetzt kommt die mega heftige Schasse. Stein! Ja. Schau mal, Stein! Was? Der K in Gap. So, und BAM! BAM! Boah, mit einer Fresse! Ey, guck mal, wir haben jetzt schon was geschafft. Das passiert noch gar nicht. Aua, aua. Geil, ich bin natürlich mal wieder der stirbt. Was? Mein Spiel ist einfach rausgegangen. Meins auch! Hoffentlich vergesse ich das nicht rauszuschneiden. Ich warte die ganze Zeit. Ich guck mich mal in der Webcam an. Jetzt so, bürste ich mir noch das Haar. Wie John Röschen. Hä, was? John Röschen schläft 100 Jahre lang. Die bürstet gar nichts. Wir sind wieder da bei Magicka. Unser Spiel ist irgendwie abgekackt bei allen. Also, von der Form ist seriös. Das ist abgekackt. Bye. Oh, Achtung. Nein. Ein Biatch. Nee, jetzt wieder die Scheiße. Hilfe, holt mich. Ja, hab ich doch. Ja, sehr gut. Ah! Nein. Ich steh noch mit drin. Okay. Ja, ich will. Gleich haben wir ihn. Ach, ihr lebt noch. Okay. Hö, der hat da so ein... Yay! Der hatte da auf einmal so ein Star Wars Schwert. Bei mir steht da gerade Errungenschaft. Ich finde Magicka ein ziemlich cooler Typ. Hauptsache so, ich will nicht und geht so weg. Ich verstehe jetzt trotzdem nicht, warum das Spiel Magicka gerade heißt. Ja, das stand doch gerade. Ich finde Magicka ist ein ziemlich cooler Typ. Ja, aber der Typ heißt doch nicht Magicka, der ist doch Azathura, Azathura oder so. Kann man ja mal nachgucken. Weggerettet Party! Weggerettet Party. Klingt super. Viel Glück. Also er stürzt sich so 10.000 Jahre in die Tiefe. Bye. Oh, cute. Wie voll geil so hochgesprungen sind. Ja, so, Selfie! Leimittige Selfie! Hauptsache, jeder fängt so voll versetzt an, das Lied zu singen! Hä, was war das? Springen wir da jetzt noch 3 Stunden hoch oder was, ey? Ja, das frage ich mich gerade auch irgendwie. Und jetzt so, nein, machen wir nicht. Nein, das ist doch noch nicht zu Ende. Was? Hör mal, was ist los? Voll die dramatischen Credits. Hey, das bringt mich um die Credits! Hä? Aua! Oh, das ist ein Held! Ein Held vor allem! Bringt einer von euch mich gerade die ganze Zeit um? Nee. Nein. Ich hab nur einen Stein auf dich geworfen. Ja gut, wir können ja ein bisschen noch was zum Spiel sagen. Also ich werde jetzt nicht alle Credits angucken, aber wir können da so ein bisschen... What? Bist du das? What the fuck, du kleine Bitch? Wie macht man das denn? Ja, wollen wir jetzt mal ein bisschen dazu sagen? Warte, ich will noch kurz gucken, wie man das macht. Ja, kannst ja, dann fange ich schon mal ein bisschen an zu labern. Also, ich fand es sehr schön, dass wir eigentlich mal dazu gekommen sind, das Spiel hier zu Let's Playen, weil ich das eigentlich schon seit 2 bis 3 Jahren vorhatte. Ich wollte es ja damals schon mit Rookie machen. Und da Jonas sich das dann auch geholt hat, war das eigentlich eine sehr schöne Gelegenheit, das endlich dann auch mal fertig zu spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es so schnell kriegen. Vor allem, weil die ganzen Leute auf YouTube auch nicht so schnell waren wie wir, weil wir hatten einfach keinen Sinn. Und weil wir einfach alles übersprungen haben, so nach dem Motto, nee, kein Bock darauf. Ja, gut, war ja auch ein bisschen unwichtig. Ne? Ich dachte mir so, ja, die Story interessiert bei dem Spiel sowieso nicht so sehr, weil ich eigentlich das Prinzip an sich ziemlich cool finde. Und ich hätte auch persönlich sehr viel Lust daran, auch Magicka 2 noch zu spielen. Also, wenn das dann rauskommt. Ja, finde ich auch ganz cool. Ja. Fände ich auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe jetzt nur gemerkt, dass es nicht so viel Interaktion zu dem Projekt gab. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch so gefallen hat. Das finde ich nämlich recht schwer einzuschätzen, weil nur 1-2 Leute wirklich was dazu geschrieben haben. Was ich sehr tragig fand. Vor allem zu meiner wunderschönen Edward-Thumbnail von Jonas. Ja, sie hat sich immer so viel Mühe mit dem Thumbnail gegeben, Leute. Ah! Kann mich mal jemand wiederbeleben? Ich möchte auch endlich mal den Vortex hinkriegen. Ja, wollt ihr noch irgendwas sagen? Weil sonst können wir eigentlich so langsam beenden. Was? Hä? Ja, ich sag da nochmal was noch dazu. Ja. Also ich fand das Projekt eigentlich ganz schön. Wie gesagt, wir wollten das schon so seit 10.000 Jahren machen und haben es dann irgendwie nie gemacht. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil wir einfach keine Lust darauf hatten, weil wir uns immer gegenseitig getötet haben. Woran das wohl? Aber wie gesagt, war ganz cool und ich würde mich auch freuen, wenn wir dann zusammen auch so Magicka 2 let's playen würden, weil wir haben ja schon nicht schlecht gespielt hier. Ja, das muss man ja schon sagen. Das ist auf jeden Fall langsam gar nicht mal so scheiße gewesen. Upsi, habe ich wohl den Nuki reingehauen. Burn.
Also ich fand das Let's Play auch echt cool, also es hat Spaß gemacht. Achso, ich find's eigentlich ganz cool, dass wir das eher so ein bisschen lockerer Let's Play haben und nicht so nach dem Motto, oh ja, wir müssen da jetzt alles angucken und schau dir mal diesen Kackhaufen an und so. Von daher, ich schmeiß mich da jetzt selber rein. Ich kann nicht, also ich kann irgendwie keine Tasten mehr drücken. Ich kann nur Zaubersprüche anwenden, aber keine Maus. Warte, wir bringen dich mal schnell um. Ja, was ich noch sagen wollte, bei Magicka 2 wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn wir noch eine vierte Person mit ins Boot holen, weil es dann vielleicht noch ein bisschen lustiger wird, ich weiß nicht. Falls sich da irgendjemand noch in den Vordergrund drängt, wer weiß. Kann man ja mal schauen, wäre auf jeden Fall ganz lustig. Ja, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Nein, eigentlich nicht. Ja gut, dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart, meine lieben Furzgesichter. Und es wäre natürlich schön, wenn ihr abschließend vielleicht irgendwas in die Kommentare schreibt, wie es so fandet und so. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei den anderen Videos von uns kleinen Snuckles und so. Aua. Okay, also bis dann, ne? Ah, du hast gerade... Leute, wollt ihr auch mal Tschüss sagen? Ja, tschüss!